eintritt. Der Zirkus Knie ist wieder in Wien. Er hat in der Kreau seine Zelte aufgeschlagen. Mit Louis Knie Junior ist jetzt schon die 7. Generation der Familie am Werk. Und auch er beherrscht es offenbar, das Publikum immer wieder zu faszinieren. Dieser Mann stellt die Zirkuswelt auf den Kopf. Der Brasilianer Fabio da Silva. Decken gehen, eine traditionelle Zirkusnummer, die schon fast in Vergessenheit geraten ist und durch das Supertalent jetzt wieder große und kleine Zuschauer in Staunen versetzt. Ich weiß gar nicht, wie der hoch ist gegangen. Ja, er ist mit der Leiter hochgestiegen. Nein, hoch, geklebt. Wie ist er hochgeklebt? Magneten. Oh, this is a big secret. Wie ich das mache, ist natürlich ein großes Geheimnis. Nur zwei Dinge kann ich Ihnen verraten. Dahinter steckt Magie und das Gesetz der Schwerkraft. Eine Glanznummer, Helena und ihr kleiner Terrier Jackie. Ein eingespieltes Team, das die kompliziertesten Übungen kinderleicht aussehen lässt und die Herzen des Gala-Publikums im Sturm erobert. Schön, so schön, so richtig Zirkus. Das, was man sich wünscht. Das war ganz entzückend. Also ein Hund, der einen Handstand macht und im Handstand noch geht, also sowas habe ich noch nie gesehen. Der Hund war mit dem Halsband, mit den Glitzernden. War das schön, habe ich gefunden. Einen Hauch Exotik bringen die Kamele in das Zirkuszelt. Und es scheint, als ob das Wiener Premierenpublikum für die stolzen Wüstenschiffe etwas ganz Besonderes ist. Ein bisschen spüren sie schon, dass alle ein bisschen aufgeregt sind und nervös sind, dass auch alles klappt. Und es ist schon was Spezielles in Wien, eine Premiere zu haben. Ich liebe den Clown. Ich kann mich als kleines Kind an die Clowns eigentlich hauptsächlich erinnern. Und der Clown ist wunderbar und ich habe da in der Nebenloge 5 kleine Kinder, die wirklich so wie ich damals den Clown schauen. Das ist so herzig, großartig. Besser gibt's gar nicht. Ein Abend voller Schwung und Elan und der ganzen Palette klassischer Zirkusnummern. Der Zirkus Louis Knie gastiert noch bis zum 30. Mai in der Kreau. Jeden Montag ist Familientag, da kostet der Eintritt nur 5 Euro. Alle